Das Achtelfinale im DFB-Pokal steht an. Am Dienstag spielt der erste FSV Mainz gegen Stuttgart, Paderborn gegen Ingolstadt, Nürnberg gegen Wolfsburg und Schalke gegen Köln. Am Mittwoch dann Bremen gegen Freiburg, Gladbach gegen Leverkusen, Bayern München gegen Dortmund und Heidenheim gegen Frankfurt. Ihr seht es, ich habe leider nicht alle Spiele geschafft zu prognostizieren, die hier aufgelistet sind. Seht ihr, da sind auch die Timelinks. Ich werde allerdings alle Spiele tippen und das wird dieses Mal so ablaufen. Ich tippe ganz am Ende alle Spiele, auch die ich jetzt zeigen werde, die werden erst am Ende von mir getippt und da seht ihr auch noch meine Übersicht. Ansonsten, wenn es euch später gefällt, würde ich mich über eine Bewertung und ein Abo freuen. Ansonsten nochmal viel Spaß beim DFB-Pokal. Schöne Weihnachtszeit, wer das jetzt noch schaut. Macht's gut und jetzt viel Spaß. Es stand das Achtelfinale im DFB-Pokal an. Der FC Schalke 04 in der Veltins-Arena gegen den ersten FC Köln. Aber die Kölner, die unter anderem am Wochenende das erste Mal gewinnen konnten, starteten hier durchaus gut in diese Partie. Das ist Konstantin Rausch, der gegen Ralf Fährmann normalerweise schon das 0:1 hätte erzielen können. Kommt da relativ frei zum Abschluss und verpasst dann allerdings den Torerfolg. Schöne Parade von Fährmann, aber die erste Halbzeit gehörte den Gästen. Das ist Klünter, der neue Mittelstürmer, möchte man ja fast sagen. Gute Drehung, allerdings dann auch ein, zwei Meter am Tor vorbei. Aber nochmal vor der Pause, die Kölner wirklich mit dem 1:0 gegen Wolfsburg positiv im Rücken. Wirklich sehr gut aufspielend die nächste Möglichkeit. Es fehlt allerdings das Tor in der zweiten Halbzeit, aber erstmal ein ähnliches Bild. Jojic mit der Flanke und Christian Clemens, der gerade reingekommen ist, der Siegtorschütze vom 1:0 gegen Wolfsburg, scheitert hier ganz knapp mit dem Kopf. Der hätte fast im Winkel gesessen und Schalke, die meldeten sich dann auch mal zu Wort. Fast eine Stunde gespielt und so spielten sie dann nach vorne. Das ist Maximilian Meyer auf Konoplyanka, Caligiuri auf Burgstaller und was für ein Fehler von Timo Horn. Absolut bitter für Köln und besonders für Timo Horn. Die Geißböcke hier klar spielbestimmt. Sie hätten hier schon locker 2:0, vielleicht sogar 3:0 führen müssen. Und so ein eklatanter Bock von Timo Horn führt dann zum bitteren 1:0. Der sonst so absolut sichere Rückhalt hier mit dem Fehler. Das war natürlich richtig bitter. Und Schalke drehte jetzt ein bisschen auf. Sie wollten das 2:0 erzielen. Und Naldo, der Ausgleichs Torschütze vom Wochenende gegen Frankfurt in der 94. Minute hier per Kopf, aber nur ans Außennetz. Es dauerte jetzt, bis Köln wieder zurück ins Spiel fand. Wir sind bereits in der 88. Minute. Das ist Zero Gerassi. Und der vergibt die Möglichkeit zum Ausgleich. Das wäre hochverdient gewesen. Eigentlich überfällig, aber der Ausgleich gelang nicht. Und in der 94. Minute nochmal für Schalke die Möglichkeit. Das ist Konoplyanka, der da den Ball zu lange halten kann im gegnerischen Strafraum. Heinz fälscht dann noch den Schuss von Burgstaller ab. Aber das war's. Schalke gewinnt 1:0 gegen Köln, zieht damit ins Viertelfinale ein. Ist aber wirklich schmeichelhaft mit diesem 1:0-Treffer von Burgstaller ins nächste K.O.-Spiel gekommen. Am Mittwoch um 18.30 Uhr begann dann auch das Achtelfinale für Werder Bremen und für den Sportclub aus Freiburg. Und die Gäste hier mit dem besseren Beginn. Das ist Tim Kleindienst mit dem guten Ball auf Marco Terrazzino. Der kann sich da drehen und der erste Abschluss von den Freiburgern. Allerdings Veljkovic mit dem Fuß dazwischen und Pavlenka stürzt sich dann auf den Ball.
25. Spielminute, Bremen dann mit dem ersten Lebenszeichen nach vorne. Die Partie war wirklich sehr schwerfällig, aber dann war Thomas Delaney zur Stelle. Sein erstes Tor im Pokal führt direkt zum Führungstreffer. Das ging alles in allem aber zu einfach. Den schiebt er dann ganz eiskalt rein. Für Schwolos keine Chance, aber der Treffer wäre schon vorher sicherlich zu verhindern gewesen. Und Bremen spielte dadurch jetzt etwas mutiger nach vorne. Florian Kainz, der in der 38. Minute hier schon durchaus das 2:0 erzielen hätte können. Allerdings trifft er nur den Außenpfosten. Schwolo wäre wohl wieder vergeblich geflogen. Aber vor der Pause dann nochmal Freiburg. Sie setzten hier die Bremer unter Druck. Und dann was für ein Fehler von Pavlenka. Nils Petersen, der Ex-Werderaner, nutzt das aus. Ganz, ganz bitter. Moisander mit dem Ball auf Pavlenka, der damit überhaupt nicht umgehen kann. Petersen grätscht da rein. Hatte schon am Wochenende doppelt getroffen. Hier erzielt er den Ausgleich. Aber Bremen in der zweiten Halbzeit davon erstmal kaum beeindruckt, dass es hier 1:1 stand. Der Torwartfehler hatte keine Spuren erstmal hinterlassen. Aber lange Zeit kam dann auch erstmal nichts mehr und wir gingen tatsächlich in die Verlängerung. 1:1, das ging auch so in Ordnung. Die zweite Halbzeit hatte noch mehr vermissen lassen als schon die erste. Also es war wirklich kein hochklassiges Spiel. Die Hinrunde eben sehr lang. Dann kam Freiburg aber in der 103. Minute. Das ist Ravett und der macht das 2:1 für die Gäste. Sein erstes Pokaltor für den SC Freiburg und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Da hat er zu viel Freiräume aus seiner Sicht auf der rechten Seite. Pavlenka kann man hier dann keine Vorwürfe mehr machen. Der war zu hart, zu platziert in die Ecke geschossen. Und Bremen dann in der 120. Minute kam sie erst zur Möglichkeit. Belfodil scheitert aber an Schwolo. Die Werderaner, die das bittere 2:2 in der 93. Minute kassierten gegen Mainz, taten sich hier über die 120 Minuten viel zu schwer. Aber sie kamen doch nochmal zu einer Möglichkeit, allerdings zu ungefährlich. Und so konnte dann Freiburg in die nächste Pokalrunde einziehen. Die Breisgauer setzen sich nach Verlängerung mit 1:2 durch. Sind die etwas cleverere Mannschaft gewesen von zwei mittelmäßigen Teams am heutigen Abend. Und so ziehen sie dann in die nächste Runde ein. Trotz eines Sieges war die Stimmung bei Borussia Mönchengladbach ein wenig salzig, denn Max Eberl hatte ein wenig gegen die ein oder andere Fanseele sich ausgesprochen, aber das sollte hier gegen Leverkusen keine Rolle mehr spielen. Die Leverkusener mit dem 4:4 am Sonntag noch gegen Hannover aktiv gewesen, hatten hier besonders zu Beginn der Partie noch deutlich schwerere Knochen. Hermann mit der ersten Chance, aber für Leno kein Problem. Aber die Gladbacher waren deutlich wacher in der Anfangsphase und erzielten in der 11. Spielminute das 1:0. Lars Stindl, erstes Tor im laufenden Wettbewerb. Und dafür, für diese vernünftige, sehr starke Anfangsphase, belohnt sich Gladbach direkt mal. Leverkusen ja schon gegen Hannover hinten sehr anfällig gewesen. Das zeigte sich auch wieder hier. Und der Captain lässt Leno aus dieser Distanz keine Chance. Der verdiente Führungstreffer. Aber Leverkusen wachte dann so langsam auf. Das ist Kai Havertz, der den Ball lange halten kann. Sieht dann
Auf der rechten Seite Bellarabi. Sehr auffällig. Am Wochenende gespielt und dann Havertz mit dem Abschluss. Aber kein Problem für Jan Sommer, der den ersten Schuss auf sein Gehäuse ohne größere Probleme parieren kann. Aber die Leverkusener machten dann aktiv weiter nach vorne. Und dann geschah es. Karim Bellarabi, Ausgleich. Da waren die Gladbacher dann zu offen und mussten dann das 1:1 hinnehmen. Da ist Sommer natürlich bedient, die mitgereisten Leverkusener Fans. Er freut es. Havertz mit der Übersicht. Sommer mit etwas Glück kann er den Ball halten, allerdings von seinem Ellenbogen geht der Ball dann ins Tor. Der war extrem nass, der Ball, dementsprechend nochmal gefährlich. Aber vor der Pause, Gladbach wollte gerne die Führung wiederherstellen. Und Lars Stindl scheitert ganz knapp an diesem Versuch. Schöner Abschluss mit dem rechten Schlappen. Fehlt aber ein Meter. Der Ball dreht sich vom Gehäuse weg und dementsprechend muss Leno nicht eingreifen. In der zweiten Halbzeit taten sich beide Teams noch deutlich schwerer. Die vergangenen Wochen zeigten jetzt bei beiden Teams doch deutliche Spuren. Und so kam Gladbach eine Viertelstunde vor dem Ende nach einer Ecke mal wieder zu einer Möglichkeit. Erstmal Westergaard an die Latte und dann ist Stindl völlig frei. 2:1 für Borussia Mönchengladbach. Das hatte sich in der zweiten Halbzeit nicht angedeutet. Und trotzdem stand es eben auf der Anzeigentafel. Stindl verhaut den fast noch, ist nicht leicht zu nehmen. Zeigt sich gelenkig und hämmert den Ball an die Unterkante der Latte und dann von da ins Tor. Und sie wollten jetzt diese Partie frühzeitig entscheiden. Bobadilla mit dem Flankenball. Allerdings geht der oben aufs Dach des Tores. Leno muss nicht eingreifen und Leverkusen, sie versuchten es nochmal, drückten bis in die Nachspielzeit, aber es war deutlich zu harmlos. Jan Sommer hat den Ball, Droschi nach vorne, die Nachspielzeit war abgelaufen. Und so war es dann zu Ende. Gladbach setzt sich letztendlich mit etwas Glück gegen Leverkusen durch. 2:1 gewinnen sie, ziehen damit ins Halbfinale und können beruhigt in die Winterpause gehen. Vor etwa 2 Wochen hätte man bei dieser Partie sicherlich den FC Bayern München als haushohen Favorit genannt. Das ist er natürlich auch heute, allerdings nicht mehr ganz so deutlich wie eben noch vor einigen Wochen. Die Dortmunder unter Peter Stöger zumindest ergebnistechnisch wieder voll auf der Höhe. Und hier hatten sie auch erstmal die erste Möglichkeit. Schöner Schuss von Guerrero, der zog allerdings knapp am Kasten vorbei. Aber Bayern spielte natürlich auch nach vorne. Das ist Martinez, Robert Lewandowski und Vidal ist da viel zu frei. 1:0 für die Bayern. Bis dato konnten sie sich nicht viel rausspielen. Aber hier ist es Vidal, der wirklich so wunderbar aufspielt unter Jupp Heynckes, der das 1:0 erzielen kann. Weil die Dortmunder da keinen Zugriff bekommen vor dem 16er. Bürki ist dann ohne Chance. Und über den Pfosten geht der Ball dann ins Netz. 1:0 für die Bayern. War nicht unbedingt verdient, aber danach übernahmen sie dann erstmal das Kommando. Vidal und Lewandowski. Mit seiner Qualität hat er natürlich den Anspruch, so einen Ball zu verwandeln, ist da völlig frei vor Bürki. Aber der Schweizer behält die Oberhand für sich. Aber nochmal vor der Pause die Dortmunder. Guerrero, der schon die erste gute Möglichkeit hatte, hat hier den nächsten sehenswerten Abschluss, allerdings Ulreich zur Stelle. Und in der zweiten Halbzeit taten sich die Dortmunder extrem schwer. Wir sind bereits in der 85. Minute wieder Guerrero. Sehr auffällige Partie von ihm. Aber der Ausgleich sollte noch nicht gelingen. Doch sie gaben sich nicht auf und so sind wir schon in der Nachspielzeit. Bayern kriegt den Ball nicht geklärt. Das ist Christian Pulisic und Aubameyang mit dem Ausgleich.
Unglaublich, 95. Spielminute. Und Dortmund tut das, was normalerweise die Bayern so gerne machen. In der tiefsten Nachspielzeit kommen sie noch zum Erfolg. Pulisic, der Siegtorschütze vom Wochenende gegen Hoffenheim, legt hier auf. Und Ulreich ist gegen den Schuss von Pierre-Emerick Aubameyang ohne Chance. Wir sind also in die Verlängerung gegangen. Und da kam kurz vor dem Seitenwechsel Lewandowski zur nächsten Möglichkeit. Roman Bürki allerdings ist mit der rechten Hand zur Stelle. Aber nochmal eine Möglichkeit. Vidal mit Ribéry im Zusammenspiel. Der ist reingekommen. Der Ball erstmal von Bartra abgefälscht. Lewandowski legt aber nochmal auf. Und so vor dem Seitenwechsel hier nochmal knapp am 2:1 vorbei. Arturo Vidal. Aber in der zweiten Halbzeit machten die Dortmunder dann den besseren Eindruck. 107. Spielminute. Aubameyang hätte vielleicht sogar noch ein, zwei Schritte gehen können. Aber Hummels setzt ihn dann zeitlich sofern unter Druck, dass er nicht zum konzentrierten Abschluss kommt. Aber nur wenig später. James verliert den Ball gegen Jarmolenko. Das sollte man in der eigenen Hälfte natürlich tunlichst vermeiden. Aber das ist Isak. Der kann da den Ball lange behaupten. Und Pulisic haut den Ball in den Winkel. 110. Spielminute. Dortmund mit dem 2:1. Schon in der vergangenen Saison konnten die Borussen Bayern München in der Allianz Arena aus dem Pokal schießen. Und hier deutete viel darauf hin, dass es auch diesmal so sein könnte. Christian Pulisic, traumhafter Abschluss. Ulreich, der Held vom Wochenende gegen Stuttgart, ist geschlagen. Aber Bayern natürlich, so einfach lassen sie sich nicht aus dem Pokal schmeißen. Roman Bürki allerdings mit der überragenden Parade gegen Juan Bernat, der linke Verteidiger, ist eben kein Mittelstürmer. Klasse Tat vom Schweizer, aber Bayern kam nochmal. 125. Spielminute, Latte. Und das war's dann. Borussia Dortmund schafft es also zum zweiten Mal in Folge, Bayern aus dem DFB-Pokal zu werfen und triumphiert mit 2:1 nach Verlängerung. Überragende Partie, spannende Partie und Bayern im Endeffekt mal nicht mit dem Glück auf der eigenen Seite. So, das waren alle Spiele, die ihr gesehen habt in der Prognose. Das in Rot sind meine Tipps. Mainz tippe ich gegen Stuttgart nach Elfmeterschießen weiter. Keine Ahnung, ist vielleicht ganz unlogisch, aber ich habe das vielleicht im Gefühl, wahrscheinlich auch nicht. Naja, ist halt ein Tipp. Paderborn gegen Ingolstadt, da glaube ich, setzt sich die Zweitligamannschaft durch. Paderborn ist im Moment nicht ganz so gut drauf, hat ein bisschen nachgelassen. Und Ingolstadt, naja, die haben durchaus Qualität. Nürnberg gewinnt 1:0 gegen Wolfsburg, also die Überraschung. Wolfsburg ist momentan echt schwach drauf. Schalke gegen Köln, da tippe ich sogar 2:0, nicht wie in der Prognose 1:0. Denke ich auch mal, dass sich Schalke da als bessere Mannschaft durchsetzen wird. Bremen gegen Freiburg, da habe ich mich sehr schwer getan beim Tipp. Ich glaube, Bremen kommt weiter mit der mit den Heimfans im Rücken. Bisschen gestärkter. Freiburg, das 3:3 gegen Augsburg hat natürlich wahrscheinlich sehr, sehr weh getan. Auch nicht unlogisch, dass die Breisgauer weiterkommen, aber ich glaube eher, dass sich Werder durchsetzt. Gladbach gegen Leverkusen, da tippe ich 3:2 für Leverkusen. Ja, bin ich ein bisschen verblendet wahrscheinlich vom 4:4 mit den ganzen Toren. Wahrscheinlich geht es 1:0 oder so für Gladbach aus. Ich tippe einfach mal 2:3, ist ja alles nur... Ja, Tipp meinerseits, Bayern gegen Dortmund. In der Prognose setze ich Dortmund durch. Ich glaube, Bayern setzt sich durch, auch nach Verlängerung. Bayern sitzt da, glaube ich, ein bisschen längeren Hebel. Und Heidenheim gegen Frankfurt. Da setzt sich die Erstligamannschaft durch. Frankfurt auswärts, fast eine perfekte Bilanz bislang in dieser Saison. Und das werden sie auch gegen Heidenheim durchziehen. Das war's jetzt. Es ist jetzt Weihnachten. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann mit dem 18. Spieltag der Bundesliga wieder. Stimmt mal gerne ab, wie viele Spiele ihr euch in den Prognosen immer anschaut. Und ja, schöne Weihnachtszeit. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Macht's gut, tippt gerne mit und ciao.